Und normalerweise werde ich von der Regie da immer gerückt, wenn ich das mache, aber ich nehme jetzt einfach meine Wasserflasche und stelle sie mal dahin. Denn Hannemann Bankhofer ist heute wieder da, unser Gesundheitspapst, so nenne ich ihn gern. Schönen guten Morgen, Herr Bankhofer. Einen wunderschönen guten Morgen euch beiden einen wunderschönen Morgen den Zuschauern. Es geht nämlich heute bei uns ums Wasser. Richtig, ja. Das ist ganz wichtig. Wenn ich das so sehe, ja. Ich war ja vom Jahr 2000 bis 2008 in Leipzig und habe einen Lehrauftrag gehabt an der Uni. Und am Anfang haben die Studenten gehüstelt und trockenen Mund gehabt und so. Und ich habe gesagt, trinkt's, bitte trinkt's mehr Wasser. Und am Schluss vom Jahr sind sie alle da gesessen, so wie ihr jetzt. Wie wir stecken es nur immer. Und dann haben wir gezeigt, das ist toll und man hat wirklich besser gelernt und die Stimmen waren besser. Also das hat schon gezeigt, wie wichtig das Wasser für unser Leben ist. Und dann darf ich euch noch sagen, wir sollten nie vergessen, man kann 3 Wochen ohne Essen leben, aber nur 3 Tage ohne Trinken. Das heißt, zeigt schon mal, wie wichtig das, wie wichtig das ist. Das heißt, das Blut sickert dann nur ganz langsam durch die Gefäße. Im Gehirn wird aufgedreht die Alarmsirene, ich möchte was trinken. Ja? Und leider Gottes, wenn man 60 ist, funktioniert das oft nicht, diese Automatik. Und die Leute vergessen aufs Trinken, weil sie gerade Durst haben. Und dann ist es so, dass die von innen her austrocknen. Ne? Ich hatte mir sogar mal eine Wasser-App eingerichtet, tatsächlich, die mich immer erinnert hatte, ein Glas Wasser zu trinken. Das ist nämlich gut. Ich werde immer gefragt von älteren Herrschaften. Nicht? Ja, wie mache ich denn das, wenn ich keinen Durst habe? Sage ich, stellt euch 3 Flaschen Mineralwasser her und sagt, abends müssen die leer sein, sonst habe ich zu wenig für meine Gesundheit getan. Ich finde das immer ganz interessant, dass manche sagen, ich kann doch unmöglich jetzt 2 oder 3 solche Flaschen am Tag trinken, aber am Abend gehen dann 15 Bier. Ja, genau. Nein, man muss sich vorher vorstellen, der Mensch durch Schwitzen, durch auf die Toilette gehen und durchs Ausatmen verliert er in 24 Stunden 2,5 Liter. Die müssen nachgeliefert werden für den Kreislauf, für die Bandscheiben zum Beispiel, die brauchen auch Flüssigkeit. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das macht und immer wieder sich vor Augen hält. Das finde ich großartig. Und dann gibt es natürlich, weil ich sie da sehe, Schauspielerinnen, ja, die schwören aufs Trinken. Und ich habe so einen Fall wirklich erlebt, bin da von der Iris Berben. Die hat vor einigen Jahren in der Nagelgasse da gedreht, einen Krimi. Und ich habe zwischen den Dreharbeiten habe ich mit ihr ein Interview gemacht. Und da war ich ihr sehr nahe. Das heißt, also, da war nichts operiert und so. Und ich habe gesagt, ich schwöre auf Wasser. Und wenn ich drehe, muss immer eine Kiste Wasser da sein, weil man sich sonst am Abend als Frau schon wieder ein bisschen mehr Fältchen. Also es ist auch ein Schönheitsmittel sozusagen. Ne? Oh ja, also strafft Wasser sozusagen auch das Gesicht. Aber wie, ja. Und auch die Figur, oder? Ja, wenn man schwimmt zum Beispiel, egal ob im warmen Wasser, in einer Therme oder im kalten Wasser, wird natürlich die Haut viel schöner und die Gelenke werden durch den Auftrieb auch noch geschützt. Was ist denn jetzt gesünder? Warmes Wasser oder kaltes Wasser? Stilles oder mit Kohlensäure? Ist, man muss halt, das ist Geschmackssache, unter uns gesagt. Ja. Manche schwören auf Stille, weil sie sagen, sie wollen sich voll basisch ernähren. Die anderen sagen, es ist mir egal. Ja. Also das ist, da kann man sagen, das ist wirklich eine Frage der guten Geschmacks. Also ist Kohlensäure nicht nur schlecht für den Magen, wie ich das irgendwie höre? Naja, das spürt man. Ältere Leute, sagen wir, Magen- und Darmprobleme haben. Ja. Da sollte man zum Beispiel Stilles nehmen. Aber sonst ist es so, wer es verträgt und gerne trinkt, gerade im Sommer, weil es doch ein bisschen prickelnd ist, ist so, warmes Wasser entspannt und beruhigt, kaltes Wasser gibt den Kreislauf richtigen Schwung. Das muss man einfach sehen. Ich habe öfter gehört, in der Früh ein warmes Glas Wasser trinken, um den Darm in Schwung zu bringen. Das ist richtig? Ein uraltes ayurvedisches Rezept aus Indien. Das heißt, man nimmt 1/4 Liter Wasser, kocht es einmal auf, lässt es ein bisschen stehen, dass es nicht zu heiß ist. Und so warm man es verträgt, gibt man es schluckweise dann dem Körper wieder zurück. Und das bringt unheimlich viel an Vitalität und an großartigen Gespür. Ich fühle mich wohl, das ist es ja. Wie merke ich denn, dass ich zu wenig getrunken habe? Das ist ja die Frage. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Kopfweh, der Mund, kommt Kopfschmerzen, dann auch, der Mund ist trocken, die Zunge ist so pelzig, pelzig. Ich kann nicht mehr viel Sport betreiben, das heißt, ich bin nicht so gut im Sport verglichen mit den anderen. Das alles ist natürlich so, das beginnt schon, wenn 5% weniger Wasser im Körper ist. Wenn das noch weiter sinkt, dann wird es immer dramatischer. Dann wird es immer dramatischer und dann kann es lebensgefährlich sein, weil dann kann es so sein, dass wir
wie sagen wir, lebensgefährlich. Ja, die Nieren können ihren versagen und die Aufgabe nicht mehr erfüllen. Mhm. Das muss man natürlich auch genau wissen. Ne? Noch kurze Frage, kann man auch zu viel trinken? Ja, das muss man auch den Leuten sagen. Wenn zum Beispiel Hobbysportler oder ältere Leute aus Angst, dass sie zu wenig trinken, am Tag bis zu 6 Liter zum Beispiel runterleeren, ist ganz gefährlich, da kann ein Hirnödem entstehen, das ist eine Wasseransammlung im Gehirn, das muss man einfach wissen. Und soll sich danach richten, denn die Leute jagen das Wasser hinunter. Es gehen viele Mineralstoffe, die man aufgenommen hat, dadurch wieder ab und das fehlt dem Körper und das schwächt das Herz und den Kreislauf auf jeden Fall. Man muss also wirklich sehr aufpassen darauf, dass man nicht zu viel Wasser trinkt. Es gab auch schon Todesfälle dadurch. Herr Bankhofer, worum geht es denn nächste Woche? Wir müssen leider schon wieder zum Ende da kommen. Da spiele ich Osterhase für euch. Das ist schön. Ich hoffe, mit vielen Geschenken. Wir reden darüber, wie gesund oder wie ungesund ist eigentlich das Ei. Ja, da gibt es ja seit Jahrzehnten Streit. Ja. Cholesterin und so. Und, und da werden wir alles auf den Tisch legen an Studien, was es gibt, um dem Ei zu helfen. Sehr schön. Ich nehme jetzt noch einen Schluck Wasser. Prost, kann ich nur sagen. Prost, danke, Herr Bankhofer, dass Sie da waren. Und es war ein Genuss, muss ich sagen. Wir sind wieder zurück nach einer kurzen Trinkpause. Bis gleich.